Schatten, Ego, Geltungssucht, Machtmissbrauch oder konstruktive Macht? Lassen wir uns ein auf dem Impulsgeber der lichten Energie in der Sonne, unser Machtzentrum, das Sonnengeflecht. Nachdem im Neumond im Krebs die harten Schichten gelöst wurden und wir danach nochmals im Vollmond in Steinbock alles transformieren durften, all das durch das Mondwasser gelöst, sanft oder hart. Es ist immer die eigene Entscheidung, ob wir der Steuermann unseres Lebens selbst sind oder unser Ego. In diesem Neumond im Löwen möchten wir ins Leben gehen. Es darf alles in Heilung gehen. Was den Energien der Neuzeit noch im Wege steht. Die Heimat des Löwen, die Sonne, ist das Zentrum, der Ursprung unseres Sonnensystems. Durch ihre Kraft gibt es das irdische Leben. Durch die Kraft der Sonne erhalten alle Lebewesen und Pflanzen Rhythmus und Orientierung. Sie gibt Lebenskraft, Wärme und Freude. Die Sonne hilft uns in der Zentrierung und Konzentration. Wer in seiner Mitte ist, lebt in Harmonie. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Marianne Selina, ein Medium der Smarana-Gruppe. Wir sind eines der größten Online-Portale im deutschsprechenden Raum für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Wenn du meine neuesten Botschaften erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. So möchten wir im Neumond im Löwen unsere Sonnenkraft in uns erneuern. Wir werden unsere inneren Kräfte, Intuition und Selbstbewusstsein erwecken. Dies alles sind Eigenschaften des Löwen in Sonne. Wir erhalten Farben, Bilder und die Schönheit unserer inneren Welt. Mit dem inneren Kind ist der Löwe mit der Sonne verbunden. Hier ist es lebensfroh und gibt sich der Lust am Leben gerne hin. So möchten wir heute erneut alle unsere Schatten wie Egoismus, Selbstherrlichkeit, Hochmut, Ruhm, Geltungssucht, all den Ehrgeiz in Gottes Hände legen, um in unsere natürliche Ordnung wieder zurückzukehren. So kann ich mich fragen, bin ich egoistisch? Was brauche ich, um mich wohl zu fühlen? Wie finde ich die spielerische Leichtigkeit aus meinem inneren Sein heraus? Erlaube ich mir, spontan zu sein? Zu mir selbst oder zu den anderen? Lebe ich das Leben der anderen? Wie lasse ich mich steuern vom Außen
Oder kann ich bei mir selbst zu bleiben? In meinem Webinar Lichtschule der Venus werden wir unter anderem unsere irdischen Chakren in die höheren Chakrenblüten des Kosmos anpassen. Diese entsprechen den höheren Dimensionen, welche im Jetzt-Moment jedem Einzelnen entsprechen, erlernen, einbetten und verankern, dann in unserem Alltag diese Energieschwingung aufrecht zu erhalten. Unsere innere Kindheit und unser Leben wird in eine positive Neuausrichtung gebracht. Den Link findest du unter dem Video. Ihr Lieben, in jedem Moment, wo wir in der Ego-Energie leben, verkaufen wir unser Selbst. In der Sonne im Löwen lernen wir, aus diesen niederschwingenden Mustern auszusteigen. Im Löwemärchen sind es immer die großen Helden, die jedes Risiko eingehen, jede Gefahr durchleben, um ihre Liebste aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Lasst uns in der liebenden Energien uns selbst befreien. So befreit sich die ganze Welt. Solange wir auf die anderen hören, sind wir gefangen. Unsere Liebste, unseren Liebsten zu befreien, ist für die anderen gefährlich und sie erzählen uns täglich, wie gefährlich es ist, unsere eigenen Wünsche zu leben. Um unsere Energie in die fünfte und die höheren Dimensionen anzupassen, wenden wir uns in der Meditation unserem dritten Chakra zu. Das dritte Chakra ist das Machtzentrum in uns. Hier finden wir Opfer und Täter, um ins neue Leben einzutreten. Ganz in unserem Ich Bin anzukommen, bedarf es, unser Machtzentrum zu reinigen und zu klären. Im Sonnengeflecht die starke Schöpferkraft zu entwickeln, die in uns wohnt. So komme nun mit zur Meditation. Lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Komme mit deinem Atem in deinem Herzen ganz tief an. Und lasse mit deinem Atem in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinausstrahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Friede in dir entsteht, wie du ruhiger wirst. Nimm über deine Fußchakren die Verbindung zur Mutter Erde wahr. Lasse deine goldenen Lichtwurzeln ganz tief im Schoß der Mutter ankommen und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden. Mache dich ganz klein und nimm wahr, wie sie dich im Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht der Mutter Erde zu dir nach oben in dein Herz hineinfließt und ein weiterer Lichtstrom nun über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt, zum Ursprung allen Seins. Bade im Schoße deiner göttlichen Eltern. Fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und Herzen, nimm die Energieausdehnung wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt
dein Herzensfeuer in dir lodern lässt und die Dreieinheit in dir entfacht. Lasse nun diesen Lichtstrahl aus deinem Herzen in dein Sonnengeflecht hineinfließen. Spüre, wie ein goldener Lichtstrom das Chakra reinigt und klärt. Lasse dich ganz hineinsinken in dein drittes Chakra. Nimm ganz bewusst die Energie dort wahr. Lasse deine Unterscheidungskraft entstehen. Dies geschieht mit einem Wunsch und nimm die Energie wahr. Wie fühlt sie sich an in deinem Chakra rechts? In der Mitte und links, nimm ganz genau wahr. Während deiner Wahrnehmung werden wir, die Engel des dritten Chakras, alles für dich abtragen, was deiner konstruktiven Macht im Wege steht. Diese Energie fühlt sich im Chakra schwer und dicht an. Lasse geschehen. Je entspannter du bist, desto mehr können wir für dich auflösen. Jetzt fühlst du Egoismus. Fühle Egoismus. Die Sonnenenergie, der heiße kosmische Strahl, löst alles auf. Selbstherrlichkeit. Hochmut. Ruhm und Geltungssucht. Der heiße kosmische Strahl löst alle niederen Energien auf. Lasse geschehen. Die Energie erhöht sich. Ehrgeiz wird abgetragen. Schmilzt im Lichte der Sonne. So führt die Energie der Sonne
die Reinigung in deinem ganzen System fort. In die unteren und oberen Chakren. In deine Aura Organen Lymphen Blutgefäßen Knochen, alles wird von der Sonnenenergie bestrahlt. Nimm die Sonne in deinen Fußchakren wahr. Fühle die Bewegung, das Fließen des Lichts. Du musst nichts tun. Deine Bereitschaft zählt. Indem wir dir zeigen, wo wir Energien entfernen, lassen wir zugleich die göttliche Ordnung deine Neuausrichtung in dich hineinfließen. So kannst du nun wahrnehmen, wie innere Kräfte Intuition, und Selbstbewusstsein in dir erwachen. All die Eigenschaften des Löwe in Sonne. Nimm die schönen Farben und Bilder wahr. Zwinge dich nicht, die Farben und Bilder kommen irgendwann alleine zu dir. Vielleicht fühlst du auch nur das Fließen deiner Energie. Dies ist in Ordnung. Hier geschieht Großes. Dein inneres Kind lacht und tanzt. Du fühlst, dass du dich nun in einer höheren kosmischen Chakrenschwingung befindest. In der fünften Dimension. Hier kannst du die Energien, das Licht, die Schwingung wahrnehmen. Dein inneres Kind ist an diesem Ort lebensfroh und gibt sich der Lust am Leben hin. Hier bist du lebensfroh
und gibst dich der Lust am Leben hin. Je mehr du deine Chakren und deine Energiesysteme gereinigt und geklärt hast, umso lebensfroher bist du. Du siehst Farben und die Bewegungen, das Schwingen der Energien. Es fühlt sich so leicht an. Und so beginnt ihr zu tanzen, zu singen, die Energie erhebt sich. Weitere Wesen anwesend sind und so tanzt ihr gemeinsam den Tanz des Lebens im inneren Tempel des Lichts. Du nimmst die schönen Kleider wahr, Blumenkränze im Haar, tanzend das Leben feiern, im Annehmen allem, was ist. Genieße die Energien. So ist es geschehen. Langsam erlischt die Musik. Die Bilder lösen sich auf. Du kommst über dein drittes Chakra wieder im Hier und Jetzt an. Fühle nochmals hinein. Die Energien suchen sich ihren Weg. Du fühlst deine Dankbarkeit und du fühlst das Kribbeln und Fließen in dir. Dein inneres Kind liebt diese Energie. Es fühlt sich so geliebt. Du fühlst dich so geliebt. Herze es und drücke es nochmal, bevor du dich von ihm verabschiedest und ganz langsam in deiner Zeit wieder zurückkehrst, auf deinen Platz. Du fühlst deine Fußchakren, deine Hände, deine tiefen Atem. Öffne deine Augen und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Jetzt konntest du fühlen, wie wichtig es ist, die Chakren und die Aura immer wieder zu reinigen und zu klären von den Energien der Dualität. Die Dualität möchte uns nicht in der Liebe und im Licht halten. Sie sind bestrebt, die niederen Energien beizubehalten und diese werden uns immer wieder gebracht. Also schütze dich, während du rausgehst und reinige dich immer wieder, wenn du nach Hause kommst. So wichtig wie die stetige Reinigung und Transformation all unserer Körper in der neuen Zeit ist die Energiearbeit in unserem Ahnenfeld, Familienfeld und Chakrenfeld. Ich freue mich auf dich in meinen Webinaren der Lichtschule auf der Venus, dich begrüßen zu dürfen. Die Links zur weiteren Beschreibung findest du unter dem Video. Wenn du mehr über die aufgestiegenen Meister, die Erzengel und die Elohim, über Farben und Kristalle erfahren möchtest, kannst du dich gerne bei meinen Webinaren der 12 göttlichen Strahlen anmelden. Hier erhältst du dein altes Wissen aus Atlantis zurück.
Du wirst wieder in deine Urenergie eingeweiht und erhältst die Verankerung der Energien in deinem Lichtfeld. Wir arbeiten mit den 12 aufgestiegenen Meistern, den Erzengeln, Elohim und den Strahlen des göttlichen Lichtes. Den Link zur Lichtschule auf der Venus und den Link der 12 göttlichen Strahlen findest du unter dem Video. So freue ich mich auf dich. Alles Liebe dir, lasse es dir gut gehen. Wenn dir meine Meditationen gefallen, freue ich mich auf deine Likes und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr. Smarana.